Moin Leute, Montag, der 11. Mai. Wetter ist heute Anführungsstrichen bescheiden, nee, aber wie gesagt, hier, wir haben jetzt gestern 0,8 Liter gehabt, zwar nicht viel, aber heute soll es noch 14 Liter regnen, das kommt so schon langsam gezogen. Momentan ist es auch noch 14 Grad, das soll heute noch abkühlen. Und ich hoffe, dass es mit dem Licht geht, aber wie gesagt, das ist hier in der Halle haben wir kein Licht. Wir hatten ja am letzten Vlog das Frontmehlwerk neu gedichtet, den Dichtring gemacht. Und da habe ich hier gestern Sonntag früh gedacht, so, dann möchte ich mal gucken, vielleicht läuft ja auch schon wieder das Öl raus. Bin ich so gucken gegangen und natürlich lief schon wieder das Öl raus, obwohl ich es ja gar nicht genommen hatte. Und die sagt, die Seite, ich weiß nicht, ob man es erkennt, die Seite hatte ich ja hier gemacht. Und da steht dann, da stand nach dort ein bisschen Gefälle. Und da habe ich das gesehen. Warte mal, wir nehmen das mal mit vor ins Licht. Dann kann ich das euch besser zeigen. Das Problem ist, da hat nämlich schon wieder das Öl laufen. So. Aber das Problem ist, wie gesagt, ich hatte ja das hier neu gedichtet. Und steht ja eigentlich unten drauf, also unten das Öl raus, stand aber hier nur das Öl drin, deswegen ist die durchgehende Dichtung doch kaputt, also muss ich die jetzt das wieder wegschaffen, das muss ich nochmal gucken. Und dann ist noch Mutterkühe misten und dann werden wir mal sehen, also melde ich mich später nochmal, also bis dann erstmal. So Leute, wie gesagt, das Teil habe ich jetzt weggeschafft, das machen die, kriege ich theoretisch morgen wieder. Ist da, habe ich gesagt, weil ich eben, ne, weiß ich nicht, morgen schon, aber wahrscheinlich Mittwoch werde ich wahrscheinlich mit Silo hauen anfangen wollen und deswegen brauche ich das ja dann auch wieder. Da wird das nur Zeit. Und dann jetzt Mutterkühe gemistet und jetzt will ich eben nochmal schnell was zum Ladewagen nochmal was zeigen, weil mir ja letzten Woche ja gesagt, weil ich nur erst später vor den Welker Ladewagen gerichtet hatte. Da war, warte mal, so, das Blech hier eben. Seht ihr ja, das ist total zerfressen, hat jetzt so dahinter eins gemacht. Und ja, wie gesagt, das ist ja auch so hier. Wartet mal, zack. So, die Bleche, die werden eben auch alle dünne hier. Ja. Das ist eben, der hat sein Leben eigentlich gelebt. Also, es ist jetzt noch nicht, dass er ganz durch ist, aber wie gesagt, das ewige Leben, so jetzt wird er nicht mehr haben. Weil, ja, wie gesagt, die ganze Aufnahme, das ist alles nicht dünne geschläft und das Frischfutter holen, das ist eben der Saft vom frischen Futter, der greift eben auch das Metall ganz schön an. Und ja, deswegen, wie gesagt, ist eben die Frage hier, oh sowas, es ist eben nicht durch und das ist dort hier oben drauf dünne. Wie gesagt, den Boden hatte ich ja schon mal vor 2 oder 3 Jahren neu gemacht. Ja, wie gesagt, also, du sagst, ist jetzt nicht so, dass du sagst, es ist unmöglich, aber das Hauptproblem ist, wir hatten den Leichtladewagen schon mal und wir hatten die komplette Pickup und alles, weil der Rest glaube ich nicht mehr war. Ich weiß gar nicht, wie das genau war mehr, das ist schon lange her. Hatten wir aufgehoben und den Rest haben wir weggehauen. Und das hatten wir damals in der Halle mit eben trocken stehen. Das Problem war aber, wo es eben damals gebrannt hatte, dass das alles mit verbrannt war. Das haben wir dann in den Schrott schmeißen müssen, was sozusagen als Ersatzteile da war. Das war eben so, dass das Hauptproblem, dann hättest du eben hier dir eine Pickup in Ruhe vorrichten können und die umbauen dann. Deswegen, und wie gesagt, der Glas, ja, wie gesagt, da ist jetzt auch nicht so, dass der komplett Schrott ist. Sagt eben der Zylinder auszumachen, wo der Kettenrotor oder hochgeht oder was, das unten ist ein Blech, deswegen scheppert das so gescheppert, das ist ein bisschen locker, da schraubt das immer dran lang. Das müsste wieder festgemacht werden, habe ich gesagt, wie gesagt, der Boden müsste eben gemacht werden. Der Rest so ist erstmal in dem Zustand, dass es funktionieren würde. Doch der Ladewagen, der jetzt geht eben jetzt erstmal, deswegen müssen wir erstmal sehen. Wie gesagt, ich werde mir jetzt mal anfangen, den Zylinder erstmal zu machen, dann schauen wir mal weiter. Doch das sind so jetzt Investitionen, die überschaubar sind und die, wenn du den wirklich nochmal abgibst, das kriegst du, denke ich, wieder das Geld beim Verkauf dann. Deswegen muss ich mal sehen, aber da das erstmal dazu. Ja, wie gesagt, der hat eben nur seins hier geleiert schon, der ist glaube ich, ich nehme 70 Jahre, 70 irgendwas, wo müsste der sein, der Ladewagen. Aber der ist eben, das Gute ist eben, der ist eben schön klein und kompakt, das ist eben für die kleinen Ecken im Dorf, wenn du eben vor der Höhe oder was ist, das ist eben super. Der Glas ist halt eben für größere Flächen, wenn du eben Silo machst oder was, wie gesagt, das ist ja eigentlich springendes Lierwagen mehr gewesen, statt wie Frischfutter, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat, wir gucken jetzt erstmal. Und so, Regen tut es ja noch immer so ganz fein nieseln. Es soll heute eigentlich so richtig regen, dass es heute Nachmittag kommen, hat sie gemeldet. Heute Vormittag war ich noch keiner ran, aber wie gesagt,
bin ich froh drüber übers Wetter, dass das hier, wie gesagt, das kann bei mir den ganzen Tag so. Da zieht das auf allen Dingen schön ein und keine Sonne und da wirkt der Regen mal. Das brauchen wir. Und ich mache jetzt mit einer, da ein bisschen Bürozeug heute. Erstmal, solange das regnet, habe ich auch was zu tun. Machen wir so bis später. Dienstag, der 12. Mai. Heute früh war ich erstmal hier kleine Gänse holen. Da gucken wir jetzt mal rein, vorsichtig, dass die nicht erschrecken. ...26 Stück. So, die neuen Weihnachtsgänse sind das. Und danach war ich noch für den Hofladen unter wieder Zeug holen noch. Und dann war ich noch was erledigen, das war der Vormittag gewesen. Jetzt Nachmittag will ich hier noch erstmal Futter machen wieder jetzt. Das mache ich jetzt. Ich fahre jetzt erstmal heim und würde mich dann mal melden, wenn ich mit dem Ladewagen noch bin, weil ich erstmal mit unserem alten Netz, mit dem Welker wieder fahre. Wie gesagt, der ist erstmal so grob einsatzbereit. Also bis dann gleich erstmal. So Leute, wie gesagt, jetzt beim Futterholen gehauen habe ich eben jetzt. Jetzt bin ich mit dem Welker-Ladewagen und durch. Weil wie gesagt, der andere muss erstmal auf alle Fälle jetzt ein Dreieckzünder gemacht werden. Das wackelt dort ein bisschen, das ist eben nicht gut. Und gestern war ja Regen, wie gesagt, ich hätte ja gestern die Rotsamma gemacht. Das hat gestern den ganzen Tag geregnet, als ein bisschen frei hat, ich muss ganz fein genießen. Und ab und frei hat es dann richtig geregnet, das war aber super, wir hatten den ganzen 16 Liter. Das hast du heute früher, wo ich Weidebeine bei Ziegen gemerkt, die Wiese war mal seit langem nicht mehr hart, sondern die war leicht weich irgendwo. Also es reicht noch nie, aber es ist schon mal gut gehört. Weil es einfach langsam, dass das schön einziehen könnte und heute ist es auch nicht so warm. Es war wieder so Wind und es ist auch nicht so gut zum Regen wegziehen, aber das war erst mal gut. Und dann hatte ich ja gestern früh hatte ich ja gedacht, dass ich das vom Mähwerk weggeschafft habe, dass die zwei Lager, die sind heute noch nie gekommen, die kommen wahrscheinlich morgen erst, dann muss ich das morgen früh schnell zusammenbauen in der Hoffnung, dass das morgen früh wieder alles geht, dass sie das morgen früh machen. Auf die Schnelle. Das machen wir erstmal aus jetzt. Und dann wird der Rettisch morgen sie Lücke hauen. So, werden wir sehen. Das Wetter her soll jetzt erstmal trocken bleiben, wie es klingt. Müssen wir mal schauen. Nee, wie gesagt, wenn der Ladewagen jetzt so geht, er erstmal wieder. Oder wir machen erstmal ein, bevor wir rückwärts fahren. Von der Bedienung ist das Lasso schöner, weil der eben die hydraulischen Trigger hat. Und die Tasten dahinter, da ist die Bodenführung und so. Aber naja, wie gesagt, muss man erstmal schauen. Jetzt kann der erstmal timpern. Dort werden wir, denke ich mal, den Lass erstmal ein bisschen was machen können und dann gucken wir mal. Doch so rum können wir sie das nicht schlechter, da kann man noch was draus zaubern. Genau, wie gesagt, ich steuere das jetzt rein. Wir machen die eine Runde dazu und dann fahren wir das erstmal im Ablager. Und eventuell will ich dann noch mal was erledigen fahren, mal sehen, vielleicht melde ich mich noch, wenn noch mal zu Luft ist zu was. Also bis später erstmal. So Leute, jetzt daheim abgeladen. Hat nicht gehalten, was der Vater gemacht hat. Seht ihr, das ist jetzt dort reingeknittert, das untere. Das Blech ist das, was original ist, es hat eine viel bessere Güte wahrscheinlich. Und habe ich gerade gesehen, also funktioniert das nie. Da jetzt Planänderung, dann mache ich jetzt erstmal den Zylinder auf alle Fälle, dass das dort das Rumgesilfer aufhört. Den werde ich jetzt herausbauen versuchen und dann zu zerlegen, dass ich mir einen Dichtsatz dafür hole, dass ich den neu dichten kann. Genau, so ist der Plan. Und ja, ich melde mich dann drüben gleich nochmal. So Leute, wie gesagt, ich habe den Zylinder jetzt rausgebaut, habe den jetzt auseinandergelegt. Sagt dir, ne, das war hier mit dem Ding, das du hier rausdrehen musstest. Plastik oder ne, das ist Metall. So, wie gesagt, hier ist ja immer Dichtring. Hier sind Lena und die Digger. Und das Hauptproblem ist der hier hinten, der hier sitzt. Seht ihr, der ist von der Lena schon zerbröckelt. Habe ich nicht weiter beim Rausziehen, da hat sie schon abbröckeln. Also jetzt läuft das sozusagen, deswegen ist das hier hinten auf dem Zylinder. Der bringt ja bloß hier vorne, ne, der Anschluss ist hier, der drückt ja hier Öl rein und da müsste der eigentlich dichte sein.
nach hier hinten. Dichtet ihr das ab und es geht aber nach hinten durch und deswegen kommt das dann hier hinten raus. Also der Übel, der durch das die dringend, weil ich nicht weiß, ob hier einer sitzt. Hier dahinter, weil hier war keiner drauf. Ich habe aber keinen drin gesehen, aber bestimmt, kann ich mir vorstellen. Wortlippe hier. Und da haben wir schon die Tatsache gefunden. Wie gesagt, das sind hier ein paar, na weiß ich nicht, ob das Cent oder Euro Artikel sind. Aber zumindest nicht viel. Na. So. Und da muss ich jetzt sehen, dass ich das jetzt zeitnah irgendwie ranbringe. Jetzt erstmal anrufen, meinen Haus- und Hofschlosser sozusagen, ob der mir das bis morgen organisieren kann, weil ich wahrscheinlich, heute ist Dienstag, mit Donnerstag oder Freitag muss ich wieder Foto machen. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wie wir das voranstalten und ob wir hier außen den Outliner mit, theoretisch Liner mit neu machen, wenn wir immer dabei sind, komplett. Ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt mal befragen und anrufen und dann werde ich wahrscheinlich heute, wenn den wahrscheinlich noch eine Spur machen, dass das bestellt wird, dass das Zeug da ist. Und dann denke ich mal, da werden wir uns morgen wieder sehen. Also dann bis morgen. Mittwoch, der 13. Mai. Gestern habe ich, wie gesagt, ja, den Zylinder, die Tele habe ich gestern, habe ich meinen Schlosser noch angerufen, der war sowieso auf dem Weg. Wer der hier vorbeigekommen, da hat er gleich angehalten, wir haben das alles gemessen. Der ist jetzt heute früh auch da. Also er macht jetzt einen Ladewagen, den anderen noch, das Blechprobe noch mal richten. Weiß dann ein ordentliches Blech noch mal rein. Und der Zylinder ist schon wieder fertig. Hat er gleich mitgebracht, haben wir vorhin schon schnell zusammengebaut. Wie gesagt, immer komplett alle Dichtringe neu gemacht. Und jetzt kommt er wieder rein und dann müsste das eigentlich wieder funktionieren. Der Zylinder, habe ich keine Bedenken. Wie gesagt, der hinten, der war ja total Schrott, der eine Dichtring. Und da passt das wieder, das baue ich jetzt erstmal rein. Und dann machen wir nochmal Probe eben, ob es dichte ist, ob es daran lag, aber ich denke schon. Und dann habe ich vorhin noch die Zapfwelle getauscht. Ich hatte noch von meiner vorhergehenden Rundbeinpresse, die war ja abgebrannt damals. Da hatte ich da das Weitwinkellenk neu gemacht, weil das ein bisschen ausgelappert hier war. Aber für den Ladewagen, der braucht ja nicht so viel Kraft, da probiere ich jetzt erstmal die, weil so Weitwinkellenk ist eben schweineteuer. Und da habe ich das erstmal rein, wenn das funktioniert, müsste ich mir bloß nochmal einen passenden Schutz organisieren eben. Aber das denke ich erstmal, dass das soweit in Ordnung ist. Und das sieht schon ganz gut aus. Ich habe eben gesehen, dass das Blech hier, das müsste ich nochmal feste machen. Das wackelt ein bisschen, da tut es ein bisschen manchmal hier drauf schrappern. Wir gucken jetzt erstmal, ich sage ein bisschen Öl, das eben, ich muss da noch ein bisschen auswischen, bevor wir das nächste Mal Foto machen. Aber so sieht es erstmal gut aus. Wie gesagt, das letzte, das erstmal. Da, das war ja nur jetzt, glaube ich, glaub 10 Euro die ganze Dichtung. Hat er, glaube ich, gesagt, sowas in der Richtung müsste es gewesen sein. Also, ich baue den erstmal rein, ich melde mich dann nochmal. Ach nee, mir fällt gerade ein, eigentlich wollte ich ja heute mein Mähwerkzeug holen. Und das ist natürlich wieder nie gekommen. Stehe ich jetzt da, ich wollte eigentlich ja heute hauen. Das wird dann nun wieder nicht. Ja, ich rufe dann Mittag nochmal an, wie es aussieht, wegen Dele, ob die vielleicht schon gekommen sind. Aber ich schätze mal, das wird wir heute nicht. Ich hoffe, dass das morgen früh dann kommt. Die hätten irgendwelche Lieferprobleme, keine Ahnung. Kotzt mich an. Das ist wieder der ganze Plan für den Arsch. Deswegen mache ich heute erstmal Ladewagen jetzt. Und genau, also wie gesagt, ich melde mich dann später nochmal. So Leute, der Tag ist jetzt so gut wie rum. Ich habe erst den Zylinder eingebaut, das gemacht. Dann war ich kurz hier noch mit am Ladewagen, an dem anderen mitmachen, mithelfen. Und dann können wir uns dann auch nochmal angucken, zeige ich euch den Laden noch mit. Und dann habe ich jetzt hier heute Nachmittag noch verkabelt hier am Glas, die Elektrik neu gemacht. Ich habe vorher vorne ein böse Kabel mit dem Stecker dran, das habe ich jetzt gleich genutzt, das Kabel. Ich habe hier eine neue eine Dose hingebaut auf die Seite zum Anstecken. Und hinten habe ich das auch noch ein bisschen angepasst, bis auf der einen Seite da das Rücklicht fehlen. Das ging ja nicht. Und das hing ja hier runter. Da guckt eigentlich das Plastik oben drüber raus hier. So Stücke. Und das war eigentlich schon so, gerade habe ich das hier weggeschnitten und das da so angeschraubt und fertig. Okay, die Dose brauche ich zwar nicht, aber die ist gleich als Verbindung. Da ist das Kabel geschützt, sonst hätte ich mir eine neue Dose suchen müssen. Deswegen habe ich das so gelassen. Und dann habe ich mir noch das Rücklicht gesucht, habe ich zum Glück noch eins gehabt. Das Rücklicht hier, wie gesagt, das Kabel von hier nach drüben war da, das war aber bloß zu kurz. Da hing aber hier unten drunter das Stück alte noch, das ganz alte, das habe ich jetzt einfach dort dazwischen geklemmt und fertig.
erstmal ganz einfach. Das funktioniert jetzt erstmal, also Licht geht. Und ja, wie gesagt, das ist erstmal das Gröbste erledigt wieder. Also Hydraulik funktioniert. Ich habe heute den ganzen Tag hier, jetzt wo ich denn, ich habe den Vormittag noch rübergeholt. Oder Nachmittag, nee, Nachmittag habe ich schon rübergeholt. Und hochgehoben gehabt, die ganze Zeit oben gehabt, die Pickup. Und wenn das Ding richtig dran ist, kannst du das drüber machen. Das könnte ich dann auch noch machen, weil ich hier geguckt hatte, eben, dass das nicht nachhält. Also das lässt überhaupt nicht nach. Also wie gesagt, die Dichtringe gewesen. Wunderbar. Und den Abschnitt leider nochmal den Rotor nochmal fertig abgeschmiert. Da hatte ich letztes Mal nicht alle Nippel abgeschmiert. Habe ich jetzt immer, wo ich rankam, abgeschmiert. Stücke fahren lassen, wieder abgeschmiert. Dass das nochmal 100%ig alles ist, den Rest hätte ich ja. Die Ketten hat er vorher ja schon mal eingeölt gehabt, noch wohl genommen heute. Und nö, da geht er jetzt erstmal. Und der andere Ladewagen, da können wir gleich gucken, steht ja hier. Da war der Schlosser heute da, der war 2 Stunden da, hat er das Blech eingeschweißt und fertig. Stabiles Blech und das hält jetzt so erstmal an. Da kommen wir erstmal jetzt über den Sommer hier. So, wie sagt er das hier? Aber gleich bis von Anfang bis Ende, da fordert er bloß das dazwischen, wo das vergammelt war, gemacht und somit passt das wunderbar. Genau, wie gesagt, das passt soweit jetzt erstmal. Also sind jetzt erstmal beide soweit einsatzfähig und der Plan ist jetzt, also das ist so jetzt der Stand, wir werden jetzt die schon, ich denke mal, einen Großteil mit dem Glas machen. Wie gesagt, wenn wir so jetzt mit Lehne-Ecken sind, nehmen wir den Welker noch. Der Glas nimmt aber auch sauber auf, der Welker. Deswegen also hauptsächlich den Glas erstmal. Wenn der jetzt durchhalten sollte, ohne viel Blim-Blam-Blum, sag ich mal, dann mache ich hier im Winter dann noch ein bisschen mehr dran. Wo ich sage, der kriegt jetzt erstmal die Schläuche. Das Winkelzeug hat, glaube ich, was ich, 150 Euro gekostet und die Dichtung 10 Euro. Das Lichtzeug hat starr, die Steckdose hat starr. Die Steckdose, ne, die kostet auch nicht die Welt, selbst wenn sie jetzt gucken müssen. Wie gesagt, die Zweitwinkeltabfälle war ja noch da. Das ist zwar nicht so ein bisschen ausgeklappert, aber erstmal zum Testen geht es jetzt, dass du Kurve fahren kannst. Das ist ein bisschen vollgeschmiert. Und wie gesagt, dann der Boden, die Bretter kosten nicht viel, das ist mein Tag Arbeit. Dasselbe, das mache ich vielleicht jetzt dann nochmal eher, wenn ich nochmal Zeit habe. Aber sonst mache ich jetzt erstmal nichts, das soll jetzt laufen. Der Velgo, der läuft, probieren wir auch nochmal, ob das wirklich mit dem Blech geht. Aber ich denke schon, wenn es der Schlosser gemacht hat. Und dann werden wir sehen. Und die bleiben jetzt erstmal Beete da. Und über, wie gesagt, bezahlt sind sie ja Beete. Der eine der Lehrwerker sowieso schon lange und der hat jetzt auch nicht viel gekostet. Und dann entscheide ich das im Herbst, im Winter, was ich mache, ob ich ein Glas eben mache oder doch lieber nochmal einen Welker. Aber wie gesagt, beim Welker ist eben nicht mehr viel Substanz da. Das lohnt sich dort nicht so richtig. Oder ob wir Beete rausschmeißen und dann noch einen anderen holen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal so. Jetzt kommen wir erstmal mit dem Futter machen hin und fertig. Das zu den Ladewagen. Dann Mehrwerk-Teile haben sich heute nicht mehr gemeldet, sind die nie gekommen. Hoffe ich nur, dass ich die morgen kriege. Also rufe ich morgen früh wieder an, dass die Teile kommen. Und dann hoffe ich, dass ich morgen Silo haben kann. Das wäre heute bei dem Wetter super gewesen. Wir haben den ganzen Tag heute Sonne gehabt. Ein leichtes Lüftchen ab und zu mal. Das wäre super angewelkt schon, aber naja, hast du eben immer alles beisammen, leider. Und genau, so, das soll es für heute gewesen sein. Dann sehen wir uns morgen wieder. Mal sehen, ob wir beim Ziel halten oder was, dann werden wir sehen. Also bis morgen erstmal.